A2.0. Die nebenstehende Skizze zeigt den Grundriss einer Bühne, welche durch die Strecken EA, AB, BC sowie den Kreisbogen CE begrenzt wird. Der Punkt D liegt auf der Strecke BE und ist der Mittelpunkt des Kreises mit dem Radius R gleich DE gleich DC. Gegeben sind folgende Maße: EA sind 8, AB 6, BE 10,8 Meter, der Winkel DAE sind 45 Grad und CBE 56 Grad. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. A2.1, zeichnen Sie den Grundriss der Bühne Maßstab 1 zu 100. So, um erstmal zeichnen zu können, müssen wir jetzt den Maßstab umrechnen, wobei hier recht einfach ist, weil 1 zu 100 heißt einfach das Komma um zwei Stellen nach rechts verschieben. Aber man kann es sich auch erst ausrechnen. Das geht wie folgt. Nehme ich mal EA. Ich rechne erst die angegebene Größe in einen Zentimeter um. Das sind also 800. Und jetzt multipliziere ich einfach den Maßstab drauf. Also mal 1 geteilt durch 100. So, wenn ich das jetzt ausrechne, kommt raus, EA ist 8 cm lang. Das mache ich jetzt mit den anderen Seiten auch noch. Für AB folgt, 6 Meter sind 600 cm, mal den Maßstab, ergeben 6 cm. Und für BE, 10,8 Meter sind 1080 cm, wieder mal den Maßstab, ergeben dann 10,8 cm. So, damit habe ich jetzt alle Zeichengrößen und kann damit zeichnen. Ein Problem, das ich jetzt am PC habe, ist, dass ich Kreise oder Kreisbögen auf meinem PC nicht zeichnen kann. Weil ich kann hier keinen Zirkel ansetzen. Folglich musste ich jetzt ein paar Dinge schon vorzeichnen, aber ich erkläre es jetzt, wie man drauf kommt. So, ich beginne mit der Seite AB, weil die liegt unten schön drin und die kenne ich auch mit 6 Metern. Die habe ich hier schon mal gezeichnet, AB mit 6 cm. So, was weiß ich weiter? Ich kenne die Strecke EA mit 8 Metern und die Strecke BE mit 10,8 Metern. Ich weiß also, der Punkt E liegt vom Punkt A 8 Meter entfernt, also bei unserer Zeichnung 8 cm. Also zeichne ich einen Kreis um A mit Radius 8 cm. Weiter weiß ich, der Punkt E liegt vom Punkt B 10,8 Meter entfernt. Also Kreis um B mit Radius 10,8 cm, dann kriege ich diesen Kreis hier. Und da, wo sie sich schneiden, da liegt dann der Punkt E. Ja, also kann man hier erkennen. So, dann verbinde ich noch die Strecken. Einmal Punkt E mit A verbinden und dann noch E mit B verbinden. So. Gut, wie geht's weiter? Ja, die drei Strecken haben wir jetzt gezeichnet, jetzt haben wir noch die Winkel. Der Winkel DAE ist 45 Grad groß. Schauen wir uns an, wo der liegt. DAE, das ist der hier. Also der ist 45 Grad. Das heißt, wir müssen von diesem hier 45 Grad abmessen. Dafür nimmt man einfach das Geodreieck, legt es entsprechend an. Und dann im Winkel von 45 Grad, also dass der hier 45 ist, abmessen und dann kriegt man hier den Punkt D raus. So, jetzt haben wir noch den Winkel CBE übrig, also der da. Den können wir auch schon einzeichnen. Ja, also der muss hier rein, hier die 56 Grad abmessen, das heißt wir Geodreieck so anlegen, dass der Nullpunkt auf dem Punkt B ist und dann sauber anlegen, dass man hier diese Strecke CB bekommt. So, jetzt brauchen wir noch den Punkt C. Wie kriegen wir jetzt den? Weil ich weiß ja nicht, wie lang die Strecke BC ist. Aber da haben wir jetzt hier noch eine Information drin, nämlich hier heißt es,
Der Punkt D liegt auf der Strecke BE, gut, das wissen wir, und ist Mittelpunkt des Kreises mit dem Radius R gleich DE. Das heißt, hier ist ein Kreis drin mit DE als Radius. Und wenn ich jetzt den Kreis zeichne, dann komme ich hier rüber auf die Strecke, also hier auf den Schnittpunkt C. Da, wo sich der Kreis dann mit der Strecke, mit dem freien Schenkel von B schneidet, da kriege ich dann den Punkt C. So, da ich jetzt wieder mit dem Kreis zeichnen müsste und das auf dem PC nicht geht, muss ich jetzt hier wieder ein bisschen bescheißen und das vorzeichnen. Also es sieht dann so ungefähr so aus. Ja, also hier ist dieser Kreis. Man sieht vielleicht schon, was passiert, wenn ich versuche, auf dem PC kreismäßig was zu zeichnen. Also da zittere ich nicht, sondern das liegt jetzt irgendwie am Stift, weil der gerade nicht so will, wie ich das gern hätte. So, dann wäre die Zeichenaufgabe beendet.